Mein Name ist Erika Sander und ich darf Sie heute im Namen der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuzer und unserem Kooperationspartner Minimed herzlich willkommen heißen. Wir widmen uns heute dem Thema Musikmedizin. Dass Musik einen positiven Einfluss auf unser Gemüt hat, das wissen wir alle. Aber es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass Musik vor allem altersbedingte Erkrankungen positiv beeinflussen kann. Universitätsprofessor Dr. Latziger wird Ihnen heute dazu Einblicke geben. Er selbst ist Facharzt für Innere Medizin am AKH in Wien und Musikwissenschaftler. Viel Vergnügen! Guten Abend, mein Name ist Klaus Latziger. Ich bin Internist am Allgemeinen Krankenhaus in Wien an der Medizinischen Universitätsklinik und beschäftige mich mit den medizinischen Auswirkungen von Musik. Wie schon der Dichter Novalis gesagt hat, jede Krankheit ist ein musikalisches Problem, jede Heilung ihre musikalische Auflösung. Musik wird seit Jahrtausenden in allen Kulturen in die Heilkunst eingebunden. Sie finden in den medizinischen Datenbanken eine satte fünfstellige Zahl von Publikationen über die Wirkung von Musik. Und ich möchte Ihnen in einer übersichtlichen Zeit ein paar Erklärungsmodelle liefern, wie sich Musik in der Medizin auswirken kann. Natürlich, das ist ein Tier, das ich bewusst aus dem Englischen so übernommen habe, weil ich auf die letzten beiden Begriffe eingehen möchte. Zerstreuung, natürlich eine Verschiebung der Emotionen. Es kommt zur endogenen, also innerlichen Schmerzlösung. Es kommt zur Entspannung. Und unter Punkt 5, der Begriff Konnotation, ist ein Begriff aus der Psychologie, der sagt, was verbinde ich mit der Musik? Welche Erinnerungen, welche biografischen Erlebnisse verbinde ich mit der Musik? So kann Musik unter anderem vor allem in der Demenzforschung sehr viele alte Inhalte wieder wach küssen. Der sechste Begriff, das Entrainment, der ist mir in meiner Tätigkeit als Internist das Wichtigste. Entrainment bedeutet, dass zwei Geschehnisse miteinander in Beziehung treten, in dem Fall die Musik und der Körper. Ich möchte mich in dieser halben Stunde hauptsächlich auf den Körper beziehen. Der Königsstandard der Musikwirkungsmessung ist die Herzfrequenzvariabilität. Ich werde jetzt ganz kurz ein bisschen medizintheoretisch. Das menschliche Herz schlägt regelmäßig, aber nicht starr. Wenn man einatmet, dann kommt mehr Luft in den Brustraum und das Herz schlägt ein bisschen schneller und wenn man ausatmet, ein bisschen langsamer. Im Idealfall ist es das Verhältnis 1:4, wenn man in einem entstressten, idealen Erholungszustand ist. Sie können hier die Herzschläge sehen, wie sie sich an die Atmung anpassen. Also der Herzschlag tanzt um die Atmung in der Herzfrequenzvariabilität. Und natürlich bei Stress wird alles unregelmäßig und bei Entspannungsmethoden wie bei Biofeedback sind Atmung und Herzschlag wieder miteinander verkoppelt, das heißt in einem Entspannungs- oder Erholungszustand. Man kann das Ganze auch mit einer Fourierischen Regression darstellen. Sie sehen hier nur ein Beispiel, also die hochflammenden Farben bedeuten eine hohe Anpassungsfähigkeit des Herzens an jede Sekunde, an jeden Atemzug. Und im unteren Bild sehen Sie einen herztransplantierten Patienten, wo quasi die Nervenverbindung zwischen Herz und Lunge gekappt worden ist und dadurch auch sozusagen eine graue Zone des starren Herzschlags. Das Ganze weiß man schon ewig. Konkret 2265 bis 317 hat der große Wagen Schuh gesagt, wenn der Herzschlag deines Patienten so regelmäßig ist, wie das Pochen eines Spechtes auf einem Baum oder wie ein Regentropfen, dann wird dein Patient binnen 4 Tagen sterben. Das bewahrheitet sich auch heute noch in der Intensivmedizin. Die Herzfrequenzvariabilität schwindet und das ist ein Zeichen
dass der Zustand schlechter und schlechter wird. Denn das Kennzeichen eines biologischen Rhythmus ist nicht Gleiches wiederholt sich in gleichen Abständen, sondern Ähnliches wiederholt sich in ähnlichen Abständen. Das heißt, diese Unregelmäßigkeit des Herzschlages ist gewünscht. Ich möchte Ihnen das zeigen an einem musikalischen Beispiel. Ich habe ein Stück von Mozart genommen, die Rosenarie aus dem Figaro, aus dem vierten Akt, und lasse sie jetzt kurz für Sie von einem Computer, weil ein Mensch kann gar nicht so starr spielen, von einem Computer völlig starr spielen. Bitte erschrecken Sie nicht, und ich verspreche Ihnen, ich lasse es nicht lange dauern und Sie werden entschädigt werden. Es soll ja kein Stress sein. Der große Friedrich Gulder hat diese Arie gerne in seinen Konzerten in einer Klavierbearbeitung gespielt. Und jetzt hören Sie, wie ein atmender Mensch diese natürliche biologische Unregelmäßigkeit musiziert. Das ist natürlich ein Beispiel, wo man ungern aufhört. Ein weiterer Kreuzungspunkt zwischen Medizin und Musik war ein legendäres Experiment des New Yorker Internisten François Haas im Jahr 1986. Er hat nämlich Probanden die siebte Beethoven, den langsamen Satz, vorgespielt, in einem Durchgang. Und dann hat er sie in einem zweiten Durchgang gebeten, sich mit der Musik körperlich zu verkoppeln. Er hat ihnen die Art und Weise völlig freigestellt, ob mit dem Finger auf der Tischklappe oder auf der Tischplatte oder mit dem Fuß wippen, ist völlig egal. Das ist sozusagen die siebte Beethoven. Der berühmte langsame Satz aus der siebten Beethoven. Vielleicht eine Nebenbemerkung. Beethoven war ein großer Experimentator und hat, wie Sie gehört haben, versucht, ohne Melodie auszukommen und nur ein einziges E 14 Mal zu wiederholen. Der Satz hat bei der Uraufführung auf so große Begeisterung getroffen, dass er wiederholt werden musste. Und in diesem langsam schreitenden Rhythmus hat sich herausgestellt, wie Sie an diesem Dia sehen, dass die Probanden sich mit der Musik verkoppelt haben, und Sie sehen unten die Atemkurve, und mit dem Takt bam, 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 mitgeatmet haben. Dieses Phänomen des sich körperlich Verkoppelns, das erkennt man schon seit dem Mittelalter und seit dem Barock. Die barocke Kompositionskunst hat das als Integer Valor bezeichnet, dass sozusagen die Musik auf die Körperfunktionen abzielt und auf den Puls und auf die Atmung, und so eine Verkoppelung entsteht. Das menschliche Nervensystem gliedert sich, und jetzt komme ich
langsam zur Message und zur Hoffnung und zu der Vision, die ich von Musik und Medizin habe, gliedert sich in das bewusste Nervensystem, das motorische, mit dem wir uns bewegen und das wir steuern können, und das autonome Nervensystem oder unterbewusste Nervensystem. Das unterbewusste Nervensystem hat zwei Anteile. Das kennen Sie, den Nervus Sympathicus, der ist für Fluchtreaktionen und Kampfreaktionen da. Und der Nervus Vagus, Vagus heißt der Herumschweifende, ist sozusagen für Rast und Verdauung und, worauf ich noch später zurückkommen werde, für Erholung und vor allem Reparaturmechanismen verantwortlich. Und hier möchte ich jetzt auf den Zusammenhang zwischen musikalischer Anatomie und medizinischer Anatomie eingehen. Der Nervus Sympathicus ist so gebaut, dass ein Nervenreiz die Nebenniere erreicht, ein kurzer Stromschlag quasi die Nebenniere erreicht und die Nebenniere schüttet Adrenalin aus. Das heißt, wie in der Sprache, kurz lang, bum, 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 oder da-da, 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 da-da. Der Nervus Vagus, das heißt, der Nervus Sympathicus erreicht die Nebenniere und dann geht es über den Botenstoff des Adrenalins. Sie wissen, Adrenalin braucht bis zu 25 Minuten, um abgebaut zu werden. Das wissen Sie, wenn Sie sich so richtig ärgern. Der Nervus Vagus, der im Hirn entspringt, erreicht quasi über Festnetztelefon jedes Endorgan und setzt dann mit einem langen Reiz über den Nerv und setzt dort noch einmal Acetylcholin frei, das ist der Botenstoff, das heißt lang, kurz. Und diese Besonderheit des menschlichen autonomen Nervensystems findet sich, und das ist kein Zufall, in der Musik wieder. Ich werde jetzt ein bisschen zeitgenössischer aus meiner Pubertät. Donna Hightower, die große Donna Hightower, ein Lied, The World Today is a Mess, also man soll sich nichts gefallen lassen, also eigentlich ein Lied der Wut und des Zornes, und das ist What You Do, da, 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 also der griechische ist der Trocheus, lang, kurz, und spiegelt quasi den Sympathikus und das Adrenalin wieder. What you do, what you say, has a lot to do in how you live today. What you want and what you make, everybody knows it's only what you take. What you see and what you hear, when it comes around again, it's not too clear. You say yes, they say no, everybody's talking everywhere you go. Ein Klassiker des Adrenalins. Es kann aber auch fröhliche Energie geben. Die von mir wie eine Göttin verehrte Ella Fitzgerald mit Tom Jones mit dem Lied Sunny, das eigentlich ein sehr traurig komponiertes Lied ist, weil es Bobby Hepp nach der Ermordung seines Bruders geschrieben hat. Es wird aber halt im Jazz oft auch dann als fröhlich swingendes Lied gesungen. Und Sie sehen Ella Fitzgerald, die gegen Ende ihres Lebens schwer krank war, sie war auch schon Bein amputiert, das wird natürlich hier verschämt versteckt, mit einem fröhlich energetisierenden Lied und auch wieder mit Sunny, also energetisierend, nicht entspannend, sondern energiezuführend, in dem Fall keine Energie der Wut, sondern eine positive Energie. Tempo all right for you? For rocking or singing? Both. Oh, let's find out. All right. Könnte man auch ewig weiterhören. Wir kommen zum Gegenteil.
Wir kommen zum Erholungssystem, zum Nervus vagus, der durch das griechische Versmaß des Iambus lang, kurz gekennzeichnet ist. Sie wissen, der lange Nervenstrang und der kurze sozusagen Flüssigkeitsimpuls über allen Wipfeln ist Ruhe. Wanderers Nachtlied, Franz Schubert, Goethe, Schubert, hier mit Hans Hotter. Ich weiß, es ist ein Verbrechen, mitten drunter abzudrehen. Ich weiß es. Ich muss Ihnen jetzt den Nervus vagus zeigen, damit Sie sehen, dass er vom Hirnstamm buchstäblich mit Festnetzverdrahtung in jedes Endorgan geht und dort zu Erholungszuständen führt. Und im Jahr 2002 hat der amerikanische Neurochirurg Kevin Tracy das berühmte Paper der Inflammatory Reflex geschrieben. Und er konnte zeigen, dass der Nervus vagus gefährliche Krankheitskaskaden durchbrechen kann und dass der Nervus vagus zu Heilungsvorgängen führen kann. Und das ist eigentlich für mich die Sensation an der Sache. Denn wer repariert unseren Körpern? Wir, also Chirurgen natürlich schon, aber wir Internisten können nicht so gut reparieren. Wir können nur stoppen. Wer vollzieht dieses Wunder der Evolution nach, dass plötzlich das Organ wieder wie neu ist? Ich zeige Ihnen hier ein Bild von mir selbst aus dem Jahr 2018, wo ich ein schweres Lungenversagen hatte. Und links sehen Sie mich auf der Intensivstation bei meinen Freunden und Kollegen. Und rechts sehen Sie mich eine Woche später. Ich habe ein gutes Antibiotikum bekommen, ich habe Sauerstoff bekommen. Antibiotika töten Bakterien. Sauerstoff hilft nicht zu ersticken. Aber wer hat binnen einer Woche das Wunderwerk meiner Lunge neu gebaut? Und das sind Mechanismen, die es gerade zu entdecken gilt, die alle über den Nervus vagus laufen. Also hier noch einmal in der Computertomographie. Und ich zeige Ihnen hier die Schlagworte, Vagotonus, Kevin Tracy, Cholinergic Response. Was mir extrem wichtig ist, ist, dass der Nervus vagus, der kann natürlich medikamentös und elektrisch stimuliert werden, aber er braucht, um diese heilende, reparierende Wirkung zu entfalten, ein derartiges, subtiles Ausmaß an Stimulierung, wie es derzeit medikamentös nicht möglich ist. Man kann ein Medikament nicht stark genug verdünnen, dass es noch immer ein zu starker Antrieb für den Nervus vagus wäre. Das heißt, es geht wirklich nur übers Gehirn, es geht über Meditation, Hypnose, Neurofeedback und Musik. Das sagen uns die Molekularbiologen, das sagen uns die amerikanischen Naturwissenschaftler. Das heißt, wir können mit Musik, und Musik ist im Moment genug vorhanden im Unterschied zu den Impfstoffen, Musik wird immer genug vorhanden sein, die Welt, die positive Botschaft, die Welt gibt noch immer mehr Geld für Musik als für Drogen aus, gibt es auch hier Untersuchungen. Wir können mit Musik eingreifen in Krankheitsverläufe und können sogar Dinge wieder rückgängig machen. Ich möchte Ihnen noch ein Beispiel zeigen, jetzt zur Synchronizität zwischen Menschen, und zwar es ist ein Mozart-Klavierkonzert, ein frühes
Ich habe das mit ein paar Wiener Philharmonikern gespielt, wie sie an der Frisur sind, konnte ich mich damals für den Friseur freitesten. Das ist mir gestern nicht gelungen. Und ich spiele ihnen eine charakteristische Stelle vor, wo sie, wie man sieht, wie die Musik die Atmung beeinflusst. Denn worüber wir gesprochen haben, François Haas und Atmung und Herzfrequenzvariabilität, es gibt eine einzige Körperfunktion, die dem menschlichen Bewusstsein und dem Unterbewusstsein zugänglich ist, und das ist die Atmung. Darum sagt man auch, die Atmung ist der Königsweg ins Unterbewusstsein oder ins Vegetativum. Und ich spiele Ihnen jetzt zuerst einmal die Stelle vor. Was passiert genau? Mozart schreibt im Klavier zuerst ein sogenanntes Melisma, das ist eine Melodie mit lauter gleichen Tönen, die so vage und schreibt auch so vage Harmonien und zieht uns quasi den Boden unter den Füßen weg und die Atmung wird unregelmäßig. Dann setzt er mit dem zweiten Thema ein und plötzlich ist und das ist sozusagen Struktur. Und in dem Moment, wo uns Mozart Struktur gibt, reagiert unser Körper sofort mit Struktur. Wir haben damals die Wiener Philharmoniker und das Publikum verkabelt. Ich spiele es Ihnen vielleicht noch einmal kurz vor, damit Sie... sehen, sie werden dann buchstäblich in diese Atmung hineingezwungen, und nachdem die Atmung irgendwie der Schlüssel zum Erfolg ist und der Schlüssel ins autonome Nervensystem und in den Nervus vagus und somit in die körpereigenen Reparaturvorgänge, wie sie seit Kevin Tracy seit 2002 in unzähligen Folgepublikationen beschrieben wurden, möchte ich Ihnen zeigen, was während dieses Konzertes passiert ist. Wir haben zum Beispiel ein Experiment gemacht. Also wir haben 10 Philharmoniker vermessen. Die schöne junge Dame im schulterfreien Abendkleid haben wir nicht beklebt mit Elektroden. Und 10 Mitglieder des Publikums. Und der Kontrabassist Wolfgang Gürtler ist mit mir seit vielen Jahren befreundet. Der hat bei der ganzen Stelle nur eine tiefe Note, einen Orgelpunkt zu spielen. Das heißt, er spielt eine Note durch, während man sich am Klavier doch einigermaßen anstrengen muss. Und wir haben uns gefragt, ist ein Unterschied in der Atmung? Denn jemand, der nur so machen muss, könnte ja anders atmen als jemand, der viel mehr Noten zu spielen hätte. Und Sie sehen, Wolfi Gürtler ist innerlich in der Musik und atmet mit dem Solisten, also mit mir. Das heißt, die musikalische Energie
verbindet uns. Wenn mich wer fragt, was ich unter Musik verstehe, dann fällt mir meistens der Spruch von John Coltrane ein, we play energy. Für mich ist Musik hauptsächlich Energie. Bei mir ist es eher weniger Ästhetik oder Gefühl. Für mich ist Musik eigentlich immer mit Energie verbunden. Wir sehen hier zum Beispiel die Musiker, wie sie mehr oder minder zeitgleich zur Partitur atmen. Das heißt, es ist für mich ein faszinierendes Phänomen. Mozart hat das Klavierkonzert 1784 geschrieben. Es war das einzige Mal in seinem Leben, dass er den Kompositionsprozess unterbrochen hat, weil er nämlich die Streichquartetttechnik von Joseph Haydn kennengelernt hat und sich so mit haydnischen Quartetten beschäftigt hat, dass er das Konzert eine Zeit lang liegen hat lassen und dann erst fertig komponiert hat. Aber im Prinzip hat Mozart mit dem, was er 1784 auf das Papier geschrieben hat, unsere Energie bestimmt, die wir heute Jahrhunderte später haben. Und zwar synchron. Sie sehen, auch das Publikum geht mit und Atmung und Puls verkoppeln sich. Das heißt, ich komme, wie man sagt, zu meiner Take-Home-Message. Eine der faszinierendsten Wirkungen der Musik ist, wenn sie den Erholungszustand erreicht, dass im Erholungszustand Heilungsprozesse möglich sind. Das ist vielfach bewiesen. Und wird auch eingesetzt, wir setzen das im AKH schon sehr lange ein, wir haben mit der Musiktherapie in dem Fall 2008 begonnen. Und es ist, wie gesagt, nicht der Nervus Sympathicus mit dem Adrenalin, es ist der Nervus Vagus. Weil er so im Körper herumschweift, auf den Drifter genannt, der Drifter. Und wenn man in dem Zustand der Aktivierung des Nervus Vagus ist, ist man im Reparaturmechanismus, wie es Kevin Tracy beschrieben hat. Medikamentös geht's derzeit noch nicht. Es geht ein bisschen elektrisch, aber hauptsächlich über, das weiß jeder, der meditiert oder jeder Yogi oder jeder Mensch, der in seinen Körper hineinhört, über Musik, Meditation, Hypnose oder Biofeedback. Wir haben gesprochen über die Ähnlichkeiten der Wortbetonungen und der musikalischen Betonungen. Und so glaube ich, dass unter den vielen Lösungsansätzen, die wir derzeit dringend brauchen, auch die Musik ein wertvoller Bestandteil sein kann, zumal die Musik in wirklich unbegrenztem Ausmaß verfügbar ist. Danke Ihnen. Vielen Dank für diesen spannenden Vortrag und nun kommen wir zu Ihren Fragen. Musikmedizin wird oft mit Musiktherapie gleichgestellt. Was sind hier genau die Unterschiede? Musiktherapie ist ein heilender Beruf, der eine große Ausbildung verlangt und ist eine Dreierbeziehung zwischen dem Patienten, dem Therapeuten und der Musik. Das heißt, der Therapeut tritt an den Patienten heran und bringt Musik mit. Der Begriff Musikmedizin ist einfach ein übergeordneter Begriff, der die medizinischen Auswirkungen jeder Art von Musik beschreibt. Gibt es bestimmte Musikstücke oder Rhythmusfolgen, wo Sie festgestellt haben, dass diese fast immer positiv auf Patienten wirken? Oder ist dies bei jedem Patienten komplett anders? Nachdem wir bei der Musikanwendung am Krankenbett immer auf die Biografie des Patienten Rücksicht nehmen und eingehen und sie von ihm erfragen oder von den Angehörigen, haben die Musiktherapeuten, mit denen ich zusammenarbeite, noch sehr selten zwei Patienten dasselbe Lied vorgespielt, weil die Musikanwendung eine absolut individuelle ist. Sie muss auf den Patienten maßgeschneidert sein. Es gibt kein musikalisches Allheilmittel. Musik wird zur Entspannung genutzt. Kann Musik aber auch einen negativen Einfluss auf einen gesunden Menschen haben? Jede Menge.
Wie ich in meinem Vortrag erwähnt habe, die starrfrequente Musik, das habe ich anhand des Computerbeispiels gezeigt, hat negative Einflüsse. Es gibt auch genug Untersuchungen über Technomusik. Dann, dass es an Drumcomputer-generierte Musik negative Einflüsse hat. Weiters weiß man, dass 70% aller skandinavischen Jugendlichen irreparable Hörschäden haben von den Kopfhörern, die sie Tag und Nacht hören. Und Musik wird immer noch, das können Sie bei Amnesty International überall nachlesen, zur Folter eingesetzt. Das heißt zum Beispiel, im Irakkrieg haben auch die Amerikaner, bevor sie zu schießen begonnen haben, mit riesen Lautsprechern Musik an die gegnerische Front gebombt. Und die gegnerischen Soldaten waren mit allem ausgerüstet, nur nicht mit Ohrstöpseln. Und es wird auch im Gefängnis und es wird auch in Guantanamo noch gefoltert mit Musik, das ist alles bewiesen. Und wenn Sie mich jetzt fragen, welche Musik nimmt man am besten, um aus jemandem Geständnisse herauszuquetschen, ist das auch ganz leicht. Zum Thema Individualität, man nimmt die Musik der eigenen Kultur und zwingt sie einer fremden Kultur auf. Das heißt, und das steht alles in den Listen von Amnesty International, die Amerikaner foltern mit ihrer eigenen Hitparade. Das ist für ihre Gegner, die aus anderen Kulturkreisen stammen, nicht erträglich. In welchen Anwendungsgebieten bzw. bei welchen Erkrankungen kommt Musik am häufigsten zum Einsatz? Musik kommt sicher am häufigsten bei der Demenz, wo wir auch ein Projekt vorhaben, zum Einsatz. In der Neurologie, bei Kindern und wir haben im AKH vor 12 Jahren begonnen, auf der Intensivstation, auf der Palliativstation und auf der Onkologie sie einzusetzen. Auf der Onkologie wird sie sehr viel eingesetzt. Also es ist genug Bedarf.